13 Grad Außentemperatur, 16 Grad im Wasser. Da jagt man doch keinen Hund vor die Tür. Dennoch schicken sich 58 Hobbysportler an, die Tortur eines Triathlons auf sich zu nehmen. Dass so kalt ist, dass so frisch ist, ne? Habe ich nicht geglaubt. So kalt ist es auch wieder nicht. Ein bisschen Härte muss man schon mitbringen, wenn man da mitmachen will. Besondere Härte zeichnet diesen Hobbysportler aus. Mit einer Gipshand will er sich in die Fluten stürzen. Erste Lektion im Kurs: Verkühle dich täglich. Eine 500-Meter-Runde schwimmen im Planer See bei Fischelham. Als erster steigt der Welser Peter Entenfellner aus dem Wasser. 7,5 Minuten ist er geschwommen. Während die einen sich noch über die letzten 100 Meter quälen, heißt es für die anderen schon umsteigen auf den Drahtesel. Für den Sportler bedeutet das eine komplette Umstellung des Bewegungsrhythmus. Das macht den Triathlon so anstrengend. Jetzt müssen 20 Kilometer bis nach Wels geradelt werden. Die Hobbysportler erreichen zum zweiten Mal die Wechselstelle runter vom Fahrrad. Jetzt geht's darum, auf Schusters Rappen noch wertvolle Zeit aufzuholen. 5 Kilometer müssen noch hinein in die Welser Innenstadt gelaufen werden. Jetzt sind es noch wenige Meter ins Ziel, in die Ringstraße. Dort ist das Stadtfest voll im Gang. Unverständlich, wie man laufen kann, wenn es doch so einen tollen Spielzug gibt. Peter Entenfellner gewinnt den Triathlon in 54 Minuten und 11 Sekunden, hat aber noch Glück. Der Linzer Günther Strachon kommt ihm nämlich gefährlich nahe und belegt mit 11 Sekunden Rückstand Platz 2. Na, da kommt doch Freude auf. Die schnellste Dame an der Seite eines Herrn, die Linzerin Dagmar Schöberl, braucht 1 Stunde und 10 Minuten. Ein Triathlon als Attraktion bei einem Stadtfest, das gibt's nur sehr selten. So können aber neue Freunde des Sports gefunden werden. Und unser Sieger Peter Entenfellner, der hat sich doch das Siegerbussi verdient. Ja.